Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All the Mods 3. Und wie man vielleicht ein bisschen, sieht man hier ein bisschen? Ja, man sieht ein bisschen, dass wir gestreamt haben. Hauptsächlich ging die Luzi da drüben ab. Was da genau passiert ist, könnt ihr mal bei Joe nachgucken. Und das habe ich befürchtet, dass das passieren wird. Und zwar folgendes. Ich habe hier hinten von unserem Kraftwerk eine Leitung hergebaut und habe hier Transformatoren und so weiter. Und damit versorgt das Kraftwerk unsere Base hier. Aber ich habe Joe gesagt, er soll es ausschalten nach dem Stream. Ich habe hier auch keine Schere da. Er soll es ausschalten, weil wir, weil das da hinten noch nicht hundertprozentig läuft. Und jetzt passiert Folgendes. Von den Wasserrädern geht der Strom jetzt komplett dahinter und versucht, diese Pumpen anzutreiben, also das Kraftwerk mit Strom zu versorgen. Das ist nicht optimal, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Um es mal ganz, ganz vorsichtig zu sagen. Wir gehen mal hinter als allererstes und schalten das Kraftwerk ein. Dann haben wir wieder Strom. Da ist auch ein bisschen Strom ist drauf. Das ist eben der Strom, der da zurückkommt. So, so sieht jetzt das fertige Umspannwerk aus. Das tut seinen Job. Aktuell sind die Breaker hier alle offen, alle geschlossen. Das heißt, dass der Strom von dem einen hier über alle drei Phasen verteilt wird. So, und aua. Und jetzt schalten wir mal das Kraftwerk wieder ein. Schwupp. Und jetzt haben wir wieder Strom. Denn das Problem sind noch die Fluids hier. Das funktioniert alles noch nicht so tausendprozentig gut. Also es geht schon irgendwie, aber noch nicht so perfekt, wie es eigentlich funktionieren könnte. Man sieht höchstens, dass die Stromproduktion gut läuft. Also die Pumpen laufen jetzt auf voller Leistung. Das Ding läuft auf voller Leistung. Und es läuft ja fast zu schnell. Und die Rohre aus Immersive Engineering sind halt, ich sag mal, nicht so optimal. Also es funktioniert, aber eher so intervallmäßig, ne? Also es schaltet zwischendrin immer wieder mal ab und schaltet dann wieder um auf, ja, wie soll ich sagen, auf den Modus, dass kein Diesel mehr produziert wird oder rausgezogen wird, sondern Benzin und Schmierstoff, und das ist halt, es produziert, glaube ich, einfach zu schnell. Na, da müssen wir mal schauen. Ach, hier ist da gar kein Essen drin, Lul. Wie wir da weitermachen. Ich gehe mir mal kurz Essen holen. Also die Folge von Joe, die Stream-Zusammenfassung, was hier genau passiert, ist gestern schon online gekommen. Das heißt, ich spoilere eigentlich nicht zu viel, aber wenn ihr sehen wollt, wie das Ganze gebaut wurde. Oh, mashallah. Dann schaut da mal rein. Oder schaut einfach in unseren Stream auf Twitch. Weil die Streams sind auf Twitch noch 60 Tage lang verfügbar. Und da kann man die einfach angucken. Okay. Soweit, so gut. Jetzt ist die Problematik. Was nehme ich jetzt eigentlich alles mit? Das können wir alles reinpacken. Ich hätte gerne Wireless ME, aber hilft ja nichts, ne? Und Immersive. Schauen wir mal, was können wir denn potenziell gebrauchen? Fluid Pipes. Ja, wir haben auch nicht so viel. Ja, das muss eigentlich erstmal reichen. Denn wir müssen da hinten ein kleines bisschen was umbauen am Kraftwerk. Wir müssen aufpassen, dass ich nicht hier in die Hochspannungsleitung reinlaufe. So, auch hier ist jetzt natürlich überall Strom drauf, weil die über die Breaker hier verbunden sind. Ne? So, denn wenn wir jetzt hier die Generatoren und Boiler hinmachen, dann sieht man relativ einfach, dass die Tanks hier im Weg sind. Das heißt, die Tanks müssen woanders hin.
Und zwar optimalerweise hier draußen, würde ich sagen. Hier so. Reißen wir die einfach mal ab. Ich meine, da ist jetzt zwar Zeug drin, aber ja. Das ist jetzt kein Weltuntergang. Sonst, die Tanks bestehen eh nur aus den Sheets und dem. Das macht das Leben ein bisschen einfacher. So, wie viel? Ah ja, 700. Ist nicht schlecht. Ich bin schon am Überlegen, ob ich nicht vielleicht doch. Also eigentlich wollte ich alles wirklich 100% mit Immersive Engineering hier hinten bauen. Aber ich bin mittlerweile tatsächlich am Überlegen, ob wenn das jetzt weiterhin nicht so. Also ich würde es dann irgendwann mal im Dauerbetrieb testen. Und wenn es im Dauerbetrieb aber nicht standhält, dass das vernünftig funktioniert, würde ich vielleicht wirklich aus anderen Mods, so versteckt im Boden oder so, damit man es nicht sieht, so eine Sortieranlage für die Fluids machen. Mit Puffertanks. Und da irgendwie im Boden unten, dann geht es hier einmal im Boden und von da geht es im Boden hoch und dann geht es hier lang. Und ja, dann geht das vielleicht. Mal gucken. Aber das ist jetzt, wie gesagt, die Notfalllösung. Ja, das habe ich befürchtet. Das ist aber erstmal nicht so wild. So. Das wird jetzt hier auch nochmal passieren. Die versorgen aktuell nur die Pumpe und die kann jetzt eh nichts machen, während wir hier umbauen. Mechanism. Nicht Mechanism, Immersive Engineering. Funktioniert hier vielleicht dasselbe Spiel mit Rohren wie mit Kabeln? Boah, das wäre ultra nice. Ich befürchte zwar nicht. Aber try it out. Das habe ich mir schon gedacht. Okay, dann halt nicht. Okay, das ist Flut Nummer 1. Und dann kommt Flut Nummer 2. Schlau wie ich bin, hätte ich das anders machen sollen. Also nicht schlau, wie ich bin. So. Hier ist eh kein Strom drauf, theoretisch. Und so. Okay. Oh, hier ist eine ganz schöne Menge an gefährlichen Leitungen, ne? Bekommen wir hier denn die Tanks hin? Es ist auch eine sehr, sehr kluge Sache, ne? Also ihr könnt hier noch was lernen. Das ist eine sehr schlaue Sache. Einen Tank mit brennbarer Flüssigkeit direkt neben eine Hochspannungsleitung zu bauen. Also das kann ich sehr empfehlen. Das ist top, ist das. 1, 2, 3. Und hier den anderen vielleicht. Ja, man muss eigentlich gar nicht so weit weg sein. Ja, das Ding. Vielleicht so. Dann kann man hier hinten noch rumlaufen. Und dann geht das schon, oder? Habe ich einen Schlafsack dabei? Nein. Ich bräuchte einen integrierten Schlafsack, den ich nicht aus Versehen weglegen kann. Das wäre genau mein Ding.
Das wäre genau mein Ding. So, und flupp. Sleeping Bag. Nehmen wir uns jetzt einfach mal mit. So. Genau, und ich fand die Idee mit der Schneise auch ganz gut, dass wir hier vielleicht noch ein paar Bäume anpflanzen und dann hier so ein bisschen wegschneiden noch, damit das aussieht, als wäre da so eine richtige Schneise in den... Ich wollte gerade sagen, habe ich die Leitung erwischt, aber... Nee. Na komm, nehmen wir das mit. Die Leitung hier ist schon relativ gefährlich. So. Dann bauen wir uns hier mal eine schöne Tank. So. Au. Ein bisschen Angst, dass ich die Leitung da oben erwische. So, da ist jetzt ein Deckel drauf, oder? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass... Ah, doch. Aua. Ich wollte gerade sagen, dass es nicht stimmt, aber ich habe mich getäuscht. Wo ist der Crescent Hammer? Ah, da. Oh, der Engineering Hammer. Muss ich unten dran machen, ne? Okay. Damit wären hier schon mal die Tanks. Jetzt eigentlich aus. Nutrition. Ja, füllt sich langsam auch auf. So. Dann. Gehen wir hier lang und da lang. So. So. Dann geht hier eine Flüssigkeit rein und hier die andere. Ah, hier hat sich schon was gefüllt. Hier ist Benzin drin. Dann wird hier höchstwahrscheinlich Lubricant reingehen. Das wäre natürlich praktisch. Okay, die kann ich erstmal abreißen, weil die gerade eh keine Funktion haben. Lubricant. Kann ich das hier irgendwie... Ah ne, wird eh gerade rausgezogen. Okay, dann vermute ich... Ich meine, er kann ja eigentlich nirgendwo anders hin, ne? Da ist hier jetzt Lubricant drin. Okay, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Perfekt. Ja, jetzt ist die Frage, wie man hier am klügsten weitermacht. Ein paar mehr Bricks wären nicht schlecht. Hier, die Bricks braucht man noch gerade nicht unbedingt, ne? Also wenn ich die jetzt hier mal kurz... Oh. Okay, this was not so schlau. Okay. Immerhin 11. Und jetzt schauen wir mal, was wir im Lager noch an Bricks haben. Und an LV-Konnektoren und LV-Konnektoren. Ja, weil die Wasserräder reichen für die Pumpe auf jeden Fall. Ich glaube, da können wir alles mit LV nehmen. LV. LV Wirecoil. Was ist mit dem hier? Da ist noch irgendein Link. Müssen wir kurz irgend so ein Ding anklicken. So. LV Relay.
Dann Wall Mount. Und dann Bricks 40. Okay. Bisschen Clay herstellen. Das ist ein doofes Rezept. Das da. So. 4 Stacks Clay. 1, 2, 3, 4. Und ich sehe, hier sind noch 2 neue Öfen. Die habe ich noch gar nicht gesehen. 1, 2. Okay. Brick. Dann können wir die Bricks auch noch kurz zusammen craften. Aber 60. Ich hoffe, damit kann man arbeiten. Und dann schauen wir mal, wie wir den Strom von den Wasserrädern zur Pumpe hinterbekommen. Da wären natürlich auch Conduits wieder am allereinfachsten, aber dass ich mich dazu hinreißen, hier doch andere Mods zu benutzen? I don't know. Kann ich hier jetzt LV-Wire-Konnektoren hinmachen, die sich füllen? Ja, gut. Dann ist ja eigentlich in Ordnung. Dann muss hier halt eine Wall, also ein Zaun hin, damit man eigentlich aus Versehen dran laufen kann. Und hier kommt sowieso auch noch ein Zaun hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ah, eins, zwei, drei, vier. Ah, nee. Ich kann das Relay nicht in die Mitte setzen, weil das mit 2 Block Mitte ist. Das ist kritisch. Sonst hätte ich einfach den hier gemacht, ne? Aber. Also ich kann natürlich einfach nur aus optischen Gründen irgendwie so einen ganz weirden machen. Oh, das wird generell relativ weird hier. Ja, komm. Wir lassen das einfach mal als Optik durchgehen. Ach ja, da haben wir das ja gar nicht so. Oh. Das sieht so merkwürdig aus. Irgendwie ist das doof. So, wir machen hier mal einen Connector dran. Ich mache kurz das Ding hier weg. Und hier einen Connector. Dann hauen wir da einen Hammer drauf. Dann machen wir hier eine LV-Verbindung. Machen wir das Rohr wieder dran. Und dann machen wir hier eine LV-Verbindung. Also jetzt könnte man aus optischen Gründen halt das noch so irgendwie machen. Damit es so aussieht wie da. Also wirklich Sinn ergibt das keinen. Aber ist ja auch egal. Ist ja wie gesagt, nur aus optischen Gründen ist das hier wahrscheinlich. Also hier müsste jetzt Strom drauf sein. Hm? Kabel? Gut. Dann hätten wir das. Dann müssen wir halt die Wand noch zumachen. Da ist das und das und das. So, und jetzt ist die Sache halt. Vielleicht sehen wir es.
Ja, nee, jetzt ist gut. Jetzt wird das rausgesaugt, was gerade offenbar gebraucht wird. Oder in dem Fall wird Diesel rausgesaugt. Aber so, manchmal wird der Diesel hier weniger und dann muss erstmal alles abgesaugt werden. Also ganz komisch. Aber dieses Problem scheinen wir hier gerade nicht zu haben. Jetzt muss ich mal kurz was schauen. OBS, zeig mir bitte an, wie lange ich schon aufnehme. Das wäre sehr nett von dir. Achso, wir sind erst bei 20 Minuten, alles gut. So. So, jetzt habe ich meinen Schlafsack auch dabei. So, und jetzt ist die Frage, kriegen wir genug Zeug für zwei weitere Boiler zusammen? So, und da gehen dann die Dinger durch. Ist jetzt nicht das Hübscheste, was willst du machen? Zur Not könnten wir hier Conduits reinmachen und dann die Rohre und eine Fassade dran. Und dann die Rohre auf beiden Seiten anschließen. Dann sieht es halt so aus, als wäre da was. Na, aber dafür müssten wir im besten Fall Ender-Conduits nehmen. Die haben wir noch nicht. Also Ender-Fluid-Conduits, damit die quasi komplett transparent sind. Und nicht irgendwie noch selber einen kleinen Puffer oder sowas halten können. Dann haben wir die jetzt gar nicht gebraucht. Okay, okay, okay. Tschüssi, tschüssi, tschüssi. So, jetzt ist die Frage. Manual. Wie sieht's aus mit dem Boiler? Boiler. 9 Fluid Pipes, das sind insgesamt 18. Fluid Pipe, wenn wir das eh schon gerade haben, das Thema. Ah, okay, kein Eisen. Dann brauchen wir den Plate Mold. Und dann hat Joe ein bisschen Eisen geholt. Hat der genug? Nee, es ist nicht genug. Das ist bei weitem nicht genug. Okay, dann können wir das jetzt nicht machen. Wir brauchen viel mehr Eisen. Viel mehr Eisen. Steel? Ja, okay, Steel sieht gut aus. Gut, dann lassen wir das erstmal so. Dann hätte ich noch gern noch Redstone Wire. So, Redstone Wire Connector. Was fehlt dafür? Electrum Nugget. So. Machen wir 16 Stück. Redstone Wire. Und Aluminium. Okay. Machen wir ruhig mal einen Stack. Redstone Controller. Ich habe Panel Connector. Ich habe keine Ahnung. Es ist Unfinished Control Panel. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und Plate. Das kriegen wir sogar noch hin. Aber gesagt, keine Ahnung, was das macht. Na ja, schauen wir. Wir brauchen 6 Eisenplatten. 3, 4, 5, da kommt die letzte. Flums und 6. So. Unfinished Control Panel. Dann hier Redstone drumherum. Dann haben wir 4 Panel-Konnektoren. Redstone Wire. Also ich habe keine Ahnung, was das macht. Ich baue es einfach mal, ne? Bauen wir 2 davon. So. Wireless Redstone brauchen wir gerade nicht. Reaktorgedöns. Okay. Dann schauen wir mal, was wir Schönes damit machen können.
Denn wir müssten ja unser Kraftwerk später aus der Ferne steuern können. Oder zumindest irgendwo von einem zentralen Kontrollpanel aus. Und deshalb test. Das passiert, by the way, wenn man in die Hochspannungsleitung läuft. Huch. Ja, gut, dass wir mehr Leben haben, ne? Durch die Nutritions. Wo haben wir denn hier? Ja, nehmen wir mal die hier. Wie ist denn das? Wenn ich jetzt hier... Also hier kann ich ja theoretisch einfach so einen Redstone-Connector drin machen. Jetzt frage ich mich, was ist dieser Panel-Connector-Gedönet? Hat das irgendwie ein Interface? Oh, das hat ein Interface. Oh, das hat ein Interface. Da kann ich eine Zahl einstellen. Okay, irgendeine Dezimalzahl offenbar. Okay. Hat das ein Interface? Nee, das hat kein Interface. Kann ich dann eventuell über ein Redstone-Signal das irgendwie gezielt an? Oh, das wäre ja auch krass. Weil so ist es jetzt folgendermaßen. Ne? Ich mache jetzt mal hier den da dran und dann Hebel. Ich weiß nicht, ob das so geht. Zack, Redstone Wire. Okay, so geht's nicht. Wir müssen den Block wahrscheinlich powern hier. Okay, juckt ihn auch nicht, wenn der Block gepowert ist. Vielleicht muss es direkt gepowert sein. Aber ich kann ja da nicht direkt einen Hebel dran machen. Ja, da fängt schon an. Also wenn wir irgendwie da ein Redstone-Signal hinbekommen. Schauen wir mal. Das hat da so einen blauen Ring, das ist verdächtig. Hier, Power 15. Ach, guck mal. So, das war der Fehler. So, jetzt wird hier über dieses Kabel das Redstone-Signal weitergeleitet. So weit, so gut. Was ist, wenn ich jetzt hier so einen Panel-Connector dran mache? Keine Ahnung, ob das... Das sieht weird aus, aber... Whatever. So. Und jetzt immer noch on? Ah ja, okay. Jetzt juckt ihn das erstmal nicht. Das ist Input. Das ist irgendwas anderes. Und wenn ich da auch einen Panel-Connector hinmache? Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was diese Blöcke machen. Ne? Also das... Und dann sage ich hier zum Beispiel 1 und hier auch 1. Nee. Okay. Okay, also was das macht, glaube ich, muss ich noch schauen. Aber auf jeden Fall mit diesen Dingern hier können wir unsere Geräte aus der Ferne steuern. Genau. Können unsere Geräte aus der Ferne steuern und das ist gar nicht mal so unwichtig. Ich würde sagen, ich lasse es jetzt mal durchlaufen. Denn das ist ja nur bis heute Abend quasi. Und dann gucken wir mal, ob sich das aufhängt oder ob das funktioniert. Wir werden sehen. Leute, wir werden sehen. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns entweder heute Abend im Stream oder in der nächsten Folge. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.